So, Hallihallo, da bin ich doch mal. So, und ihr wisst, dass ich früher mal ganz lange Haare hatte. Ja, bis ich das vor über ein Jahr mal im Kopf gekriegt habe und bin zum Friseur gegangen und dann waren die Haare komplett kurz. Ja, da wollte ich erst so die Frisur haben, wie die Inka Bause hat, weil mir diese auch gut gefallen hat. Ja, und die hatte ich dann das Jahr. Ja, und mit der Frisur war ich ja dann auch nicht ganz so zufrieden, so nach knapp einem Jahr und über einem Jahr. Und da bin ich vor Tagen jetzt wieder zum Friseur gegangen. Und jetzt sind die Haare noch kürzer, wie ihr sehen tut. Und jetzt sind die Haare wie bei der Sonja Zietlow so kurz geworden. Nur mit einem Unterschied. Sonja Zietlow ist blond, was ich nicht bin. Ich bin halt schwarzhaarig. Beziehungsweise ich färbe mir die Haare immer im Schwarz. Ja, und jetzt ist es halt so geworden. Ja, ich meine, ich konnte die langen Haare einfach nicht mehr sehen. Mich haben die richtig angewidert, lange Haare. Obwohl ja manche Männer meinen, Frauen müssen lange Haare haben. Aber nee, mir hat das nicht mehr gefallen. Ich konnte das nicht mal mit ansehen. Ja, und mit der einen Frisur, die ich da etwas über ein Jahr hatte, habe ich mich irgendwann auch satt gesehen und kam mit dem Stylen auch nicht ganz so. Ich habe das nie so hinbekommen wie die Inka-Bause aus dem Fernsehen, ja. War mit einer der Gründe und zack, waren die Haare wieder ab. Jetzt habe ich sie so wie die Sonja Zietlow, so kurz. Und da komme ich auch mit dem Stylen ganz gut zurecht. Also, wie ihr seht, komme ich damit dann doch besser zurecht. Und die Frisur werde ich jetzt auch beibehalten. Meine Mutter sagt zwar immer, das wird mir nicht stehen, das wäre ein bisschen viel kurz jetzt, aber egal. Es muss mir ja nicht stehen, es muss mir gefallen und nicht stehen. Das habe ich von einer Frisur, die mir gefällt, aber beziehungsweise die mir steht, aber nicht gefallen tut. Ja, davon habe ich nichts. Mir muss die Frisur in erster Linie gefallen, ja, und nicht stehen, weil ich muss ja damit rumlaufen und nicht meiner Mutter. Von daher gucke ich schon danach, dass mir dann die Frisur gefällt. Das ist genauso wie mit einer Brille. Die muss mir in erster Linie gefallen, weil ich damit rumlaufen muss. Das habe ich von einer Brille, die mir steht, die ich aber total hässlich finde. Genauso verhält sich das mit einer Frisur. Und von daher, ne? Und außerdem steht nirgendwo geschrieben, dass eine Frau zwingend lange Haare haben muss. Es gibt so schöne Kurzhaarschnitte und so. Da kann man ruhig Kurzhaare mal tragen.
Und jetzt meine kurzen Haare sind sehr gut für den Sommer. Wenn die heißen Tage kommen tun, da ist es nicht so warm. So, jetzt zeige ich euch das mal von hinten. Ups, und so sieht das jetzt von hinten aus. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ja. Und von daher, ich bin damit sehr zufrieden mit der Frisur. So wie die jetzt so ist. Also ich muss ja persönlich damit rumlaufen und kein anderer. Von daher passt das schon. Mir gefällt so und das ist die Hauptsache. Ja, und fertig. Und ich teile die mir nur mit Haarwachs, die ich mir oben reinmache. Das Haarwachs und die dann so hier nach vorne ein bisschen ziehe, damit ich hier das hier so stehen habe vorne und fertig. Mehr mache ich nicht. Ja, und ihr seht auch, meine Naturhaarfarbe kommt so langsam wieder hervor. So ganz langsam wächst sie wieder nach. Aber im Moment geht's noch, weil ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich jetzt das Schwarze rauswachsen lasse, komplett, und ob ich mir die irgendwann mal nachfärben tue. Das weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Ich bin mir dann noch sehr unschlüssig. Aber naja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Von daher, ja, wie mit allem. So, ich werde jetzt in Ruhe meinen Kaffee schlürfen und ich wünsche euch noch einen sehr schönen Abend. Genießt ihn. Wir haben Ende vom Wochenende und für morgen ist wieder für die allermeisten Arbeiten angesagt, also genießt dann den letzten Abend nochmal. Bis zu meinem nächsten Video, was immer ich auch tun werde. Bye bye.